Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Die Zeit war knapp. Morgen steht das Release vom zweiten Teil an und ich bin immer hier noch im Bowser-Schloss. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Zur Not läuft halt eben alles parallel. Und das ist gut. Gut, dass ich den Orden aktiviert habe. Somit geht alles viel, viel schneller. Außer die Erfahrungspunkte. Hackerschlüssel, lass mich raten. Hiermit kann ich euch befreien. Ihr seid frei, meine lieben Toads. So, reden wir erstmal mit dir. Ich kann den weiten Weg von der staubtrockenen Wüste, um beim Empfang der Prinzessin dabei zu sein. Und dann passiert das. Ich war schon auf so mancher Lahmparty, aber das hier ist wirklich lächerlich. Ich will so schnell wie möglich wieder zurück in die Wüste. Mario, du bist in Sicherheit. Oh, ich bin so froh. Bevor wir wussten, was hier eigentlich los ist, wurden wir alle gefangen genommen. Einige der Gäste konnten zwar entkommen, aber die meisten wurden gefangen. Ich frage mich, wo Prinzessin Peach, der Minister und all die anderen Gäste sein mögen. Oh, ich mache mir wirklich Sorgen. Mario, dein Hauptziel ist es doch, die Prinzessin zu retten. Der Glaube daran, dass du kommen würdest, hat sie sicherlich stark gemacht. Wir hätten mittlerweile schon ausbrechen können, um sie zu retten. Aber wir hatten alle Hände voll damit zu tun, die Gefangenen zu beschützen. Was für eine Schande. Frische Krankheit. Memento. Hier aus. Willst du deine Kirche machen? Oh ja, bitte. Hast du gut geschlafen? Dann pass gut auf und geh. Ups, pst, das nicht so laut sein, sonst finden sie uns noch. La 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 la. Mario, la 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 la. Dann gehen wir nochmal wieder zurück. Gehen wir erstmal hier links lang und schauen, was hier so alles ist. Ein Item-Shop. Wer bist du, Mann? Ich kenne dich nicht. Bist du vielleicht Mario? Hier war noch Spaß. Ich bin der Wächter dieses Lagerhauses und mir ist sehr langweilig, Mann. Hey, weißt du was? Wenn du ein paar Münzen dabei hast, verkaufe ich dir was. Oh, du scheinst reich zu sein, Mann. Sieh dich nur um, ich verkaufe alles, was du hier siehst. Eigentlich bin ich gut ausgerüstet. Aber ich habe leider keinen Platz. So viele Lebenspilze. Nein, gegnerischer Erstangriff, no. 5 Schaden, Halleluja. Ah. Warte mal, da könnt ihr doch hier mal eine Bohrbombe zünden. Und weg mit euch. Ich glaube nicht mehr noch, bevor wir bei Bowser sind, ein Level up. Boah, das war gut. Vor uns. Och nö.
Glück. Ja, dann machen wir hier mal eine Megabombe. Nö. Das dachtet ihr so, und das wird definitiv nicht der Fall sein. Ach du heilige Carmen. Eine Explosion, die alle Gegner trifft. Okay. Oh, das sind nochmal zwei Kamex weg. Wunderbärchen. Aua. Ja, ich glaube, Erfahrungspunkte kriegen wir noch genug. Hallo? Jemand zu Hause? Da ist ein Schalter. Warum sieht es so aus, als brauchte ich Sushi? Nämlich solche Holzplatten gewesen. Da oben zum Beispiel. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Ja, hier flog mir einfach so Bowsers Festung. Läuft doch wie geschmiert. Gehen wir nochmal wieder zurück. Hat aber ja auch eine Holzplatte, ne? Vielleicht ist in der Nähe auch irgendwo ein Schlüssel. Wir werden es sehen. Unsere Partner kommen heute in dieser Folge echt, beziehungsweise in diesem Level echt gut zum Einsatz. Das muss man schon sagen. Okay, wir können noch mehr fluten. Und das Wischraten, wir müssen gleich den ganzen Weg wieder zurück, um es wieder runterlassen zu können.
So. Mal jetzt den Schlüssel, dann laufen wir mal zurück. Und wir lassen das Wasser mal wieder absinken. Ne? Und hoch mit dir, Mario. Aber lustig, wie es sein hätte, für zwei Sachen gut ist. Bin ich mal gespannt. Was läuft denn hier? Noch mehr Treppen? Oh je. Aber die explodieren direkt. Okay, das ist dann kein Problem für mich. Blub und blub. Oh, gegnerischer Erstangriff. Ja, alles für die Erfahrungspunkte, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich heute noch fertig werde. Mist, ich wollte nicht da angreifen. Ach nö. Ein Schaden eher nie. Ich hab eh genug Kohle, ne? Und weg. Ach nö. Boah, Gegner im Scherzangriff, Alter. Schon wieder. Machen halt nicht so viel Schaden. Ich versuche mal zu flüchten. Hätte ja nicht wunderbar funktioniert. Alter Schwede hier. Okay. Wenn ich jetzt, wann dann, ne? Glück. Ja, dann noch mein Tsunami. Okay, der erste ist schon mal down. Ja, nicht schon da. Das ist nervig.
man mal nicht so viele Erfahrungspunkte bringen. Aber dafür Herz. Dein Herz kommt zurück. Nee. Muss man einfach gleich mal den Hammer draufschlagen, ob das was mehr bringt. Müsste ich heute eigentlich? Ja. Und dann mal wieder. Den hier machen. Vielleicht reicht das ja aus. Ich bezweifle. Das hat auch gereicht. Ich brauche noch einen Gegner. Oh, da kommen wir oben noch mehr. Oh Gott. Das ist jetzt ein bisschen lästig. Naja, alles für die Erfahrungspunkte, ne? Alles für die Erfahrungspunkte. Level up. Autsch. Doch, was macht denn der Hammer? Naja. Haben wir den Donnerzorn? Und dann den Tsunami. Mist, das war echt schlecht. Ja, halt dich du nur. Ja.
Dann machen wir jetzt mal wieder einen Tsunami, ne? Das war schon viel besser. Gut, aber ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, macht mal eine Pause und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.